Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind hier gerade zu Besuch bei Abu Hamza und wir wollen eine Frage stellen, gleich mal an dich, Ibrahim. Was ist deiner Meinung nach die gefährlichste Sekte? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Also definitiv sage ich, dass das von Zeit und Ort abhängig ist. Es gibt zum Beispiel Zeiten in der islamischen Geschichte, wo die Aschariten sehr stark waren und somit sehr gefährlich für den Islam waren. Weil viele Leute dachten, dass dies sozusagen der richtige Weg ist, der mittlere Weg ist und so weiter. Und genauso gibt es zum Beispiel Plätze heutzutage oder gewisse Orte, wo eine gewisse Sekte stärker ist als eine andere Sekte oder gefährlicher ist als eine andere Sekte. Zum Beispiel, als Beispiel, in Ägypten ist. Ne? Nee, ich habe gerade nur was In gesagt. Ägypten sind zum Beispiel Schiiten sehr ungefährlich, weil die haben dort keinen Boden oder die fassen dort keinen Boden. Aber andererseits ist es zum Beispiel eine Fitna für die Leute, diese Sufi-Sekten oder noch mehr zum Beispiel Aschariten oder Liberale, sogenannte Liberale. Hobby-Muslim oder wie man die nennen kann. Und so ist es halt von Zeit und Ort abhängig, würde ich sagen. Deswegen kann ich das so nicht sagen. Aber vielleicht kann Abu Hamza noch mehr dazu Ja, sagen oder. inshallah, genau. Bismillahirrahmanirrahim und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, weil du das gesagt hast. Bei mir ist es so, wenn wir fragen, was ist die gefährlichste Sekte, dann hat das etwas damit zu tun, wie viel Kraft diese Sekte hat und wie schlimm die Bid'ah, die Erneuerung dieser Sekte ist. Zum Beispiel. Es gibt Bidda Mukaffira, das heißt eine Bidda, eine Erneuerung in der Religion, die aus der Religion rauswirft, und Mufassiqa, eine Erneuerung der Religion, die eine schlimme Sünde ist, aber die nicht aus der Religion hinauswirft. Und meiner Meinung nach, gerade hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern in sehr vielen Ländern, denke ich, dass die sogenannten Modernisten, liberalen Muslime, die zum Säkularismus rufen, die gefährlichste Sekte sind. Erstens, weil die Bidda von ihnen eine Bidda Mukaffira ist. Sie rufen die Menschen dazu auf, die Regeln Allahs in Frage zu stellen. Und das ist eine Sache, die aus der Religion rauswirft. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayt wa yusallimu taslima. Aber nein, bei deinem Herrn, sie werden nicht eher glauben, bis sie dich, also dich, Prophet Muhammad a.s., zum Richter machen, in dem, was unter ihnen strittig ist. Und dann, da, und dann finden sie keinen Haraj, keine Enge, keinen Zweifel. Zweifel heißt eigentlich Scheck. Das heißt, die haben kein Problem mit dieser Regel, die du gebracht hast, weil Yusallimu Taslim und unterwerfen sich vollständig. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt doch im Koran: Wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Das heißt, jemand, der die Regeln Allahs in Zweifel stellt, der sagt, diese Regeln sind nicht mehr gültig, diese Regeln brauchen wir nicht mehr, diese Regeln gelten nur für die damalige Zeit, begeht großen Kufr. Bi-Ijmal-Ulama von Ahlus-Sunnah wal-Jamaat, mit Konsens der Gelehrten. So, das heißt, diese Sache ist sehr, sehr gefährlich. Erstmal von der Auswirkung dieser Bidda, weil sie eine Bidda-Mukaffira ist. Und sie ist so gefährlich, weil sie viele Ansar hat, viele Helfer hat. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, wie das versucht wird, durch den Westen in die Köpfe, in die Brüste der Muslime hineinzubringen, durch Medien, durch bestimmte Leute, die diesen Schwachsinn verbreiten. Ja? In islamischen Ländern sogar gibt es dann irgendwelche Moderatoren, die diesen Blödsinn erzählen. Ach, diese Regeln, die gehören zur damaligen Zeit, aber heute nicht mehr. Allah sagt im Koran: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran über den Propheten Muhammad alayhi salatu salam: Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyyin. Muhammad ist nicht der Vater einer eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten. Das heißt, wären diese Regeln ungültig, müsste danach ein neuer Prophet kommen.
Und die Religion wäre nicht, wie Allah in Sure 5, Vers 3 sagt, Surat al-Maidah, Vers 3 sagt, vollständig. Das heißt, über die Medien, über Universitäten, über die Shayatin wird versucht, dieses Verständnis zu verbreiten. Und deswegen ist es für uns wichtig, das Verständnis von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah zu verbreiten, dass niemand das Recht hat, mit einem anderen, dass niemand das Recht hat, die Gesetze Allahs zu verändern. Es ist sehr, sehr wichtig, dieses Verständnis zu verbreiten, dass die Regeln, die Allah subhanahu wa ta'ala erlassen hat, bei uns heilig sind, über allem stehen. Dass niemand das Recht hat zu sagen, ach, das ist von früher, das ist veraltet. Wer so etwas sagt, greift die Hikma, die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala an. Und deswegen denke ich, von der Auswirkung und von der Kraft und wie versucht wird es zu verbreiten. Und das ist übrigens auch die Aussage von einem Sheikh, mit dem ich viel Kontakt hatte, auch Vorträge zusammen gemacht habe, Muhammad Ismail Muqaddam, Hafizullah, der gesagt hat, dass die Al-Maniyya, weil das ist die Al-Maniyya, dass das der Tarut, der falsche Gott von diesem Zeitalter ist. Das ist meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Da kann natürlich auch Leute andere Meinungen zu haben. Das ist definitiv eine sehr starke Meinung. Sehr, sehr gute Meinung. Sehr gut auch, ja. Und auch wie du siehst, die Leute versuchen das mit allen Mitteln ja, zu verbreiten. Mit allen Mitteln. Mit Geld, mit ja. Macht, mit du siehst, Medien, mit. Ihr seht zum Beispiel hier in Deutschland, die Universität in Münster. Früher hat man das Orientalistik genannt, heute nennt man das Islamwissenschaften oder islamische Theologie. Und dieser Lehrer, der dort ist, Mohammed Rashid, hat ein Buch gemacht, Scharia, der missverstandene Gott, wo er versucht, diesen Schwachsinn zu rechtfertigen. Er hat ein Buch, und ich habe das widerlegt in was weiß ich wie vielen Vorträgen, oder ein Buch, Islam ist Barmherzigkeit. Auch jeder Muslim fängt an zu klatschen. Und das, hier kommt noch eine andere Gefahr, die ich eben vergessen habe, zu erwähnen. Nicht nur, dass es verbreitet wird, den Muslimen wird auch ein Angebot gemacht. Wenn du dieses Verständnis hast, dann bist du lieb, dann bist du bei uns akzeptiert, dann mögen wir dich. Und das ist, wie gesagt, eine riesengroße Gefahr. Möge Allah uns bewahren, liebe Geschwister. Sind wir fertig, inshallah? Ja, inshallah. Dann sage ich, und ich bedanke mich für den schönen Besuch heute. Ja, Alhamdulillah. Allah, war eine Ehre für uns. Liebe Geschwister, ja, möge Allah uns festigen. Das Imperium schlägt zurück. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li lakum wa lisa'il muslimin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.